Schönen guten Abend, ich begrüße euch an dieser dunklen Jahreszeit. Als allererst haben wir dann noch direkt etwas Erfreuliches. Die Kirmes zu Mama. Nicht auf der Gewindnerplatz, dafür dieses Jahr aber ein Kirmes, bei der Halle Nick Franz. Sichtlich zur Zufriedenstellung von den Organisatoren und den Visiteuren. Und mit dem Motto, mal los nice, den Spaß nicht verdirben. Der philatelistische Weekend an den 11. Mama-Geschichtstag goufen dieses Jahr am Campus von der Kaperschule aufgehalten. Der Präsident Ralf Letsch hat als seinem Ausspruch alle Beteiligten Merci gesagt. Alle voran der Mama Schäferoth. Mit Stolz konnte er das erste Mama-Geschichtsheft präsentieren beim Thema Architektonisch Erben von Kapellen. Der Kulturschaffen Luc Faller, den erklärt also lo, wer du weißt du könnt, an der mi besinnlicher Christzeit zu Mama. Wir sind heute zu Mama am Kontext von den Winter Moments, die geschwinden haben. Ihr wisst, dass man die Bierchen an der Gemeinde, aber auch über die Grenze von der Gemeinde raus, zweimal im Jahr die Möglichkeit gehen, auf Flottmanifestationen zu kommen. Das ist einmal unser ganzes Sommerprogramm rund um Nationalfeiertag an unserem Open-Air-Festival an. Das sind eben traditionell sind ein paar Jahre schon als Winter Moments. Am Moment geht es noch ganz eifrig, haben wir geschafft. Wir stehen am Moment auf der Eispiste, wo noch kein Eis
Drobers Muni wat die lacht Joren immens grossen Suchse mat der Eispist gehabt, wo man all Joren rund 10.000 Leute gehabt haben, die hier hinkommen sind. Die Eispist, die wird den 26. November abgehoben, Muni ist für das Jahr ein bisschen eine Neuerung erfahren gelöst, wird nicht mehr einfach ein rechteckiges Eispist sein, mehr die Eispist als an der Form von einem Kreis gebaut, so dass die Leute an enger bestimmter Richtung können rundherum gehen. Das wird man ab dem 26. November heute zu Mama proposieren, das ganz über die Christvakanz raus bis den 2. Januar. Jederin ist natürlich herzlich willkommen. Schlitschung, die kann in Hai sur place mieten. Das Ganze werden wir low flott dekorieren, wenn wir das bis an der Eispiste dran und mit einem flotten musikalischen Programm in der Mauer, so dass auch die neidische Ambiance hai, sur place ist. Also, wir können die Leute nicht mehr invitieren, von dieser Gelegenheit zu profitieren. Bon, dann nie auf dieser Eispiste, die sicherlich auch nicht das Jahr von einer ganzen Reihe Schulklassen aus der Gemeinde aus dem Lycée José Bertel benutzt, tun wir dann als traditionell Almhüt. Wo ganz flott Abend da von unseren Mämer Vereinen organisiert, gehen das Jahr aber auch ein bisschen an einen Männer gewandt. Wir haben eine Almhütte, die wir das Jahr auf zwei Stecken organisieren. Das gibt uns auch Gelegenheit an die Möglichkeit für die sanitären Maßnahmen, für den Kader, an dem wir uns bewegen, für den wir einfach umzusetzen und für den auch besser zu respektieren. Das heißt, die Leute können wir weiter auseinandersetzen, wir können die Leute auch mehr verteilen auf zwei Stecken, sodass wir Männer Leute übernehmen können, dass wir die Abend, die an der Almhütte sind, für dass wir die dann noch können, innert denen gegebenen sanitären Maßnahmen organisieren. Die Almhütte ist ein bisschen ernst, das habe ich gesagt, wie die letzten Jahre noch vom Konzept hier. Man engerseits ein Kontor noch bauen, für dass die Leute, die einfach wollen nachgucken kommen, weil sie Leute auf der Eispiste kennen, dass die etwas Kleines können trinken. Und dann haben wir Bannen eben als Konzept auf zwei Stück, wo wir ein rund 20 Vereine haben, die ganz flott Abend organisieren. Als Vereine haben sich auch nächstes Jahr ganz viel mehr gemacht, für aufwechslungsreich Abend zu organisieren. Das ist nicht zweimal dasselbe, das ist wirklich ein ganz diversifiziertes Programm. Und ich kann auch die Leute nicht mehr invitieren, für die Mama Vereine zu unterstützen und auch Ovens bei sie zu kommen. Das ist praktisch alle Ovens, wo ein Verein etwas an der Almhütte organisiert. Die Informationen finden Sie im Internet, sieht von der Mama Gemeng um www.mama.lu. Guckt euch den mal an, ihr fand bestimmt irgendetwas dabei, was dich interessiert. Dann natürlich ein weiteres Konzept von unseren Winter Moments als den traditionellen Christmärkt, den man nicht der Almhütte an der Eispiste heute zu machen, haben wir noch das Jahr da. Mit einer Erneuerung als ein Christmärkt werden wir das Jahr für die erste über zwei Weekenden machen. Das machen wir so, weil die Vereine aber ganz viel Arbeit drastische für sich auf dem Christmarkt zu präsentieren, für Produkte zu präsentieren, für Flottschallien an Platz zu setzen. Auch für die Vereine, wenn sie bis einmal am Gang sind, Arbeit zu machen, ist es oft mehr einfach, die Arbeit über zwei Weekende zu machen, wie just ein Weekend. Das Ganze ist natürlich dann noch die zwei Weekende, was alles so frei ist, besonders geht, für uns bis auf das musikalisch normal mit einer ganzen Reihe Lützburger Gruppen, die über die verschiedenen Dinge von uns bis auf werden auftreten. Die Gläschen werden das Jahr auch auf den Christmarkt kommen. Wir auch da invitieren sich ganz herzlich, das Programm im Internet von der Mama gemengt zu gucken, an einem von den zwei Weekenden lernen zu kommen. Wir haben dann als traditionell Eispiste, als traditionell Almhütte, als ein traditioneller Christmarkt. Alles, wie gesagt, das Jahr an einem anderen Gewand, an einem neuen, bisschen mehr modernen Konzept. Dann, wenn es vorkant so geht, wenn Christ vorkant so geht, werden wir noch ein Feierelement rankriegen. Einerseits ein Rutschpiste für die Kanner, auf der anderen Seite Möglichkeit für die Leute, aber nicht mehr, wenn die Wiedere da lebt, wenn Karl genug ist, für eventuell Langlauf zu machen. Mit den Punkten, die werden wir euch an einem nächsten Reportage erzählen. All Joas hegelt für die Schulkanner von den Mama-Schulen Heckepflanzen. Und das am Sinn von der Erhaltung von der Natur. Den Dach vom Baum. Auch das Jahr waren Schulklassen in NRW für Hecken zu pflanzen. Und damit ihren Deal für eine nachhaltige Natur zu garantieren. Es waren nivellige Mäuen, wo die einzelnen Klassen von den Mama-Schulen sich auf den Weg gemacht haben, begleitet von ihren Enseignern und aber auch von Gemengen Mitarbeiter, die bei den kahlen, abfichten Temperaturen für die nötige Verpflegung gesucht haben.
Wir hatten heute den Dach vom Baum für die Kanner. Alt Kanner aus dem Siegel 3 Eint von Mama a Kapellen sind heute hier hingekommen und haben hier Hecke gepflanzt. Sie haben geleiert, in der anderen, wie weit Hecke gut sind, dass Hecke ganz nützlich sind, dass es ganz wichtig ist, Hecken zu pflanzen. An all Kant wird wirklich ganz viel Hecken auf dieser Platz gepflanzt. Wir haben den Kanner auch gesagt, sie sollen ein paar Jahre gucken kommen, wie schön der Teil ausgesagt. Inklusionsfest an der Schule um Kinexbund. 121 Personen haben darin teilgeholt. Er konnten sich an den verschiedenen Ateliern beteiligen. Mama TV war dabei, er weiß sich ein paar Impressionen von einem flotten Abend. Oh,
schweiz Emission für haut. Ich sage euch merci für das Nachgucken. Wir sehen uns dann an gut 3 Wochen nächstes Rum. Bis dahin, macht es gut, haltet euch munter und bis geschwind.